Ja, hallo, hier kommen wir zu einem neuen Video von mir, der Amazon Echo Show 5. Weiter nach dem Intro. Ja, hier ist der Echo Show 5. Den habe ich mir jetzt bei den Prime Deals geholt, weil er dann doch recht günstig war. Ich denke, das gibt schon genug Videos. Ich werde auch nur ein bisschen was davon erzählen. Das ist ein kompakter Echo mit 5,5 Zoll großem Display. Hier sieht man, mit wem ich zusammenarbeiten kann. Apple Music, Amazon Music, Spotify, Ring, Deezer und so weiter und so fort. Das ist die Verpackung. Ist nichts Großartiges, nichts Aufwendiges. Dann wollen wir den noch mal gemeinsam öffnen. Ich habe ja den Alexa, den zweiten, weil den kann ich auch mal unterwegs benutzen. Das finde ich ganz gut, aber das ist na klar mein persönlicher Eindruck. Das gibt ja mittlerweile auch einen für unterwegs. Der ist ein bisschen größer als der Dot 2. So, dann holen wir den mal raus. Ja, hier ist ein schwarzes Anschlusskabel. Ja, das war's schon. Hier die Bedienungsanleitung, Garantie. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht großartig. Der ist natürlich auch noch eingepackt. Wollen wir mal kurz gucken, ob sich das genauso gut anhört wie bei Apple. Nein, das sitzt doch ein bisschen fester. Ja, er ist hier mit Stoff bezogen. An, aus, laut, leise, das Display. Hier ist unten ein bisschen gummiert, dass er nicht so wegrutscht. Und hier hinten haben wir dann die Anschlüsse. Das werden wir doch mal anschließen. Mal sehen, was er dann gleich sagt. Oh, ich habe mir schon eine Steckdose zubereitet. Und hier seht ihr den Anschluss. So, das müsste der sein. Noch passiert nichts. Ich mache das mal aus, dann geht hier so ein, entweder leuchtet es weiß oder hier so ein Schieber. Und jetzt leuchtet auch schon Amazon. Echo. Dann geht das gleich in die Einrichtungsphase. Das dauert hier ein bisschen. So, hier steht das alles auf Englisch, aber das ist ja nicht so schlimm. Drücken wir mal drauf. Also ist auch ein Touch-Display. Das ist ja nicht so, dass das nur ein Display ist. Kann einen Augenblick dauern. Und dann gucken wir mal, was passiert. Hier können wir die Sprachen auswählen. Deutsch. Hallo. Bereit für die Einrichtung. Dann müssen wir gleich hier die Passwörter alles eingeben. Und dann machen wir die Einrichtung weiter. So haben wir eingerichtet. Jetzt kommt die Verbindung. Zum Netzwerk. Da wollen wir mal gucken. Jetzt muss ich mein Konto einmal einrichten. So, Anmeldung läuft, beziehungsweise wird jetzt geladen. So.
ist schon aufgeführt. Gab weiter. Ja, selbstverständlich. Hier kann man das noch klar einstellen, wo man das hinhaben möchte. Ich mache das hier mal im Arbeitszimmer. Jetzt wird es aktualisiert. So. So, herzlich willkommen. Hier gibt es ein Video. Kann man sich Hallo, jetzt schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen bei Ihrem neuen Echo Show 5. Hier sind drei Dinge zum Ausprobieren. Erstens, verwenden Sie Ihre Stimme, um Echo Show 5 zu steuern. Sie können zum Beispiel sagen, Alexa, spiel Popmusik. Okay, deine Popmusik wird abgespielt. Zweitens, Sie können das Gerät auch über den Touchscreen steuern. Drittens, wählen Sie ein Design für Ihre Uhr aus. Sagen Sie einfach, Alexa, ändere das Ziffernblatt. Und das ist nur ein kleiner Teil der Dinge, die Sie mit Echo Show 5 tun können. Wenn Sie mehr herausfinden möchten, sagen Sie einfach, Alexa, was kann ich fragen? Viel Spaß mit Ihrem neuen Echo Show 5. Ja, ich habe mal nicht dazwischen gesprochen. Und mein Dot 2 habe ich auch mal deaktiviert. Die Einrichtung ist abgeschlossen. Ich bin jetzt bereit. Das Frag war's. Mich etwas. Ja, das war soweit. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und unten in meiner Box könnt ihr ruhig mal gucken. Wenn ihr Lust habt oder mögt, könnt ihr auch meinen Kanal unterstützen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wo ihr einen kleinen Oberlust, also die 1, 2, 3 Euro, 5 Euro reingehen könnt. Und dass ich dann auch davon was kaufen kann. Und dann würde ich das auch dann mal verlosen. Das können wir aber dann ja alles im Detail machen. Ja, bis dann, euer Raver Dave. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und liked mich und teilt mich. Und abonniert doch meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Bis dann, euer Raver Dave.